Also habe ich hier heute meine Cousine da, Elisa. Hallo. Die ist hier gerade mit meiner Tante und ich habe mich einfach so gedacht, weil uns langweilig ist und sehr warm. Ich glaube, ich habe 32 oder 33 Grad. Wollte ich mit ihr ein Video machen und die war noch nie so. Und nochmal zur Info, ich werde heute noch ein Video rausstellen oder morgen. Und zwar gehen wir heute in den Schwimmbad. Wenn wir in den Schwimmbad gehen, dann kann ich leider keine Aufnahmen machen, weil mein Handy nicht wasserdicht ist. Oder ich kann ein Video machen, wenn wir zum Zoo fahren. Deswegen seid gespannt, was ich für ein Video mache oder auch nicht. Also ich habe hier einmal meinen Pullover, den ich gar nicht mehr anziehe, den hasse ich, weil er so hässlich aussieht. Und einmal noch meine Hose. Ganz lang. Du kannst ja selber sagen, was du daraus machst. Ich mache daraus eine Shorts mit dieser Schere. Sie macht draußen eine Shorts und ich versuche aus diesen Dings da irgendwas Schönes draus zu machen. Und So, dafür. wer hat dann? Na, sag jetzt. Möchtest du anfangen? Ja, okay, dann fange ich an. Also. Also, dazu. Ich habe jetzt das, habe hier so eine Schere. Ich weiß nicht, ob das klappen wird. Und zwar werde ich jetzt hier durchschneiden. Erstmal die zwei Enden. Also wir haben uns doch anders entschieden. Sie soll als allererstes machen, weil sie vielleicht dann doch gleich geht. Deswegen macht sie als allererstes. Und sag mal, wie du das Modell machen wirst. Warte, ich filme das. Findest du das nicht irgendwie zu kurz? Das muss hier unter das sein, so. Und wenn das was Schlechtes wird, das ist egal, weil ich die Hose, keine Ahnung, vielleicht nicht anziehe oder so. Ich kann nicht mit dieser Schere. Ich brauche die Soll ich das andere. dann schneiden? Ich brauche die andere. Vielleicht geht die dann besser. Und außerdem machen wir einfach irgendwas aus den alten Klamotten was Neues, weil es jetzt eh Sommer sein wird und keiner hat Bock, die Haare zu kämmen, keiner hat Bock, sich zu schminken und alles drum und dran. Das reicht. Solange sie das jetzt noch schneidet. Solange sie das jetzt noch schneidet, sage ich euch, was ich angezogen habe. Und zwar, mein Haul hat, glaube ich, habt ihr Abonnenten schon gesehen. Habe ich das jetzt an der Jumpsuit, was ich euch gesagt habe, von New Yorker. Finde ich so schön. Und hätte ich schwarz genommen, dann hätte man gar nicht die Muster gesehen hier. Deswegen habe ich das genommen. Also sie hat jetzt aus meinen Klamotten, aus der Hose, eine Shorts gemacht. Aber das Problem ist, die ist an meinem Bein zu eng, weil die mir nicht mehr passt. Und jetzt kann sie an meinem Bett da hinten, wo ich früher aufgenommen habe, machen, was sie will damit. Also, jetzt mache ich was aus meinem Pullover. Aus dem. Also, ich werde jetzt die Ärmel abschneiden. Also, ich habe jetzt schon die zwei abgeschnitten, die Ärmel. Die sind hier. So, ich will das jetzt erstmal anziehen und mal gucken, wie kurz ich das machen soll. Also, so lang, aber ich muss erstmal bis hier schneiden. Und zwar, dass man die Schrift noch sehen kann. Und zwar, dass man die Schrift noch sehen kann. Das ist echt viel Arbeit. Und die da hinten hat meine ganze Hose ein Loch so reingemacht. Also nur bis hier unten. Dann sehen wir uns gleich. Also, ich habe das jetzt geschnitten. Und zwar
Ist das jetzt so kurz? Ein bisschen schon bauchfrei. Aber ich könnte jetzt mal den Jumpsuit ausziehen. Und Also, sagen dann hallo, mein Fan. es ist jetzt nicht so kurz, aber trotzdem kurz und ich will es noch ein bisschen schneiden. Hallo, mein Fans. Diese fette Kuh. Also ich würde jetzt noch ein bisschen kurz schneiden. Also ich habe mich doch für Fransen entschieden. Hier. Das werde ich jetzt anziehen. Also es ist fertig. Ich habe mich ja für Fransen entschieden. Es ist relativ kurz. Und hinten habe ich es gelassen, so wie es ist. Ja, es gefällt mir sehr sogar. Aua. Und ja, nicht so viel bauchfrei und auch nicht so wenig. Ein Daumen nach oben, mehr Abonnenten und ja, dann sehen wir uns im nächsten Mal. Tschüss!